Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Themennacht. Heute Nacht bei uns und das Thema heißt, das würde niemand von mir denken. Gibt es in eurem Leben etwas sehr Geheimes, so dass ihr sagt, eigentlich würde genau dieses niemand von mir denken, dass ich so bin, dass ich das gemacht habe, dass ich mich so verhalte und so weiter. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, von diesem kleinen oder vielleicht auch großen Geheimnis, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Das würde niemand von mir denken. Thorsten ist der Erste, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Thorsten. Jetzt bin ich gespannt, was von dir niemand denken würde. Ja, was mir niemand denken würde, das ist, dass ich 3 Jahre im Knast gesessen habe. Mhm. Weil ich mal so ein paar LKWs, Anhänger, PKWs verkauft habe, die mir nicht so ganz gehörten. Das heißt, die hast du geklaut vorher? So in der Richtung, ja. LKW-Anhänger geklaut? Ja, große Sattelzüge, 40-Tonnen-Züge und sowas. Wie, die ganzen LKWs geklaut? Ja. Nicht nur die Anhänger? Nein, komplett. Aha. Wo hast du die, kurz zwischengefragt, wo hast du die geklaut? Direkt von Firmenhöfen. Mhm. Von der Autobahn, von der Raststätte. Aber so ein Riesending fällt doch irre auf. Und es fällt doch auch schnell auf, dass so ein Ding weg ist. Das heißt, die Polizei kann das doch ganz schnell irgendwie verfolgen, oder nein, wie? Nein, nein. Also wenn man von einem Firmenhof so ein Fahrzeug nimmt, ja, das am besten in der Nacht von Freitag auf Samstag, mhm, bei großen Firmen, dann fällt es erst sonntagsabends auf. Aha. Ja, einleuchtend. Die fahren ja sonntagsabends raus. Ja, und in diesen 2 Tagen, 1,5 Tagen, was geschieht dann mit so einem großen Lastwagen? Der geht Richtung Osten, mhm, sprich Polen, Russland. Ja. Und bis das auffällt, ist der schon in Russland. Ja. Hast du denn selbst diese Lastzüge nach Polen oder Russland gebracht oder gab es dann wieder Mittelsmänner? Teilweise habe ich sie selbst gefahren, mhm, aber ich hatte auch Leute, die gefahren haben, die selbst nicht mal wussten, was sie gemacht haben. Wohin, als du sie selbst gefahren hast, wohin fährt man dann so ein Riesending? Nehmen wir mal an, du hast ein Ziel in Russland. Ja, also ich habe hauptsächlich bis Polen geliefert. Na gut, dann Polen. Bis Danzig, mhm, oder Breslau. Mhm. Dort hatte ich wieder Mittelsmänner, die übernommen haben, die mich bezahlt haben. Von denen wusstest du vorher schon? Ja, die da waren sitzt immer so jemand. Gestellt. Ah ja. Mhm. Ja. Und dann fährt man das Auto, du hast diesen Lastwagen einfach dahin gefahren, da abgegeben, übergeben und hast dann die Kohle gekriegt, oder wie? Richtig. Mhm. Ging es da hauptsächlich um das Auto? Oder ging es um den Inhalt, was der Wagen... Um das Fahrzeug. Um das Fahrzeug. Mhm. Der Inhalt, das war einfach immer Nebensache. Mhm. Das war so nette Beigabe, sag, mhm, ich mal. Und da kommt man so ganz einfach über die Grenze, ohne, ja, Papiere und... Papiere liegen meistens in den Fahrzeugen drin. Aha. Aha. Ja, so ein Fahrzeugschein ist ja normal immer im Handschuhfach drin. Ja. Beziehungsweise oben in der Ablage. So, jetzt können wir uns grob vorstellen, was du gemacht hast und weswegen du im Knast warst. 3 Jahre, sagst du. Richtig. Warst du im Knast. Wie alt warst du da? Du bist jetzt 35, habe ich gesagt. Ja. Wie lange liegt das zurück? Ich bin 95 eingeflogen im Knast und, mhm, 98 entlassen worden. Mhm. Und dieses denkt niemand, weiß auch niemand von dir? Oder ganz wenige vielleicht? Es wissen wenige Leute davon. Mhm. Wer weiß denn davon heute, aus deinem heutigen Umfeld, aus deinem heutigen Leben? Ja, also mein heutiges Leben, das beschränkt sich auf meine Lebensgefährtin. Ja. Ein paar Freunde von ihr, mhm, und meiner ehemaligen Arbeitsstelle. Also du sagst, das heutige Leben beschränkt sich auf. Bedeutet das auch, dass deine Lebensgefährtin, deine Freundin das weiß? Ja, die habe ich 1995 kennengelernt, da war ich noch in Haft. Mhm. Und habe ich ihr auch direkt vor den Kopf geknallt, wie es ist. Mhm. Und sie hat das erst gar nicht für wahrgenommen. Mhm. Das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Nur dadurch, dass ich dann halt jeden Abend wieder ins Gefängnis zurück musste. Achso, das war offener Vollzug. Ja. Ja. Dadurch hat sie es dann irgendwann begriffen, dass es tatsächlich so ist. Mhm. Sie hat das dann akzeptiert
und hat dich so genommen, wie du bist, auch mit deiner Vorstrafe. Und offensichtlich hat es funktioniert, da ihr heute noch zusammen seid. Ja, richtig. Ja. Wer weiß es denn nicht? So, gibt es sehr enge Freunde, mit denen du schon regen Kontakt hast und die aus allen Wolken fallen würden, wenn die wüssten, dass du im Knast warst? Also enge Freunde, ich sag mal meine Arbeitskollegen, die wissen es nicht. Mhm. Es wissen also nur meine beiden Chefs. Ja. Ne? Meine Arbeitskollegen selber wissen es nicht. Ja. Und die würden es auch, denke ich mal, überhaupt nicht begreifen. Ja. Ich würde jetzt gerne wissen, was du vom Beruf machst, aber ich frage dich das nicht, um dich nicht erkennbarer zu machen, noch als du vielleicht ohnehin durch die Stimme schon bist. Nö, also da habe ich kein Problem mit. Hast du kein Problem mit? Na gut, dann. Also ich bin jetzt, zurzeit bin ich arbeitslos. Ja. Mit einem großen Aber. Also ich habe bis Mitte des Jahres als Kundendiensttechniker gearbeitet, für ein Bürozubehörfirma, also sprich Faxgeräte, Kopierer, Computer und sowas. Und Mitte des Jahres mussten die Stellen abbauen, weil es einfach nicht mehr so lief, wie es sollte. Und hast du eine Chance, da wieder reinzukommen, wenn du Aber sagst? Ja, dieses Aber besteht darin, mein Boss, der war sehr kulant, der hat gesagt, Thorsten, du behältst den Firmenwagen erstmal. Dafür musst du dann halt mal aushelfen, wenn wir nicht mehr weiterkommen. So, jetzt arbeite ich 2-3 Tage im Monat, habe dafür ein fast neues Auto vor der Tür. Ah ja, auch nicht schlecht. Deswegen, du sagst, die anderen, so die engsten Arbeitskollegen, die wissen das nicht. Warum hast du es ihnen nicht erzählt? Ganz einfach, um keine Unruhe reinzubringen in die Firma. Weil das ist eine sehr familiäre Firma. Und ich habe mich da sehr gut eingelebt. Also ich kann das auch verstehen. Wichtig ist, dass der Chef das weiß. Und das ist in deinem Fall ja auch so. Und man muss das ja auch nicht jedem Menschen auf die Nase binden. Du hast 3 Jahre in deinem Leben im Knast gesessen. Das Ganze ist schon eine Weile her. Jetzt würdest du sagen, dass du so sicher bist, dass du nie wieder auf die schiefe Bahn geraten wirst? Ich sag mal so, das kann man nicht sagen. Aber ich sage, ich habe noch nichts wieder angestellt und habe auch nicht vor, etwas anzustellen. Ja, ich habe direkt was draus gelernt. Ja, das ist gut. Wie bist du denn damals überhaupt da reingeschlittert? Ganz, ganz dummer Zufall. Ich war selbstständig mit einem Transportunternehmen und brauchte unbedingt einen Anhänger. So, und dann standen die ja überall an der Straße rum und haben wir einfach davon mitgenommen. Und den nachher wegzuschmeißen war mir zu schade. Dann habe ich ausprobiert, wie es geht, da Papiere zuzumachen. Wie das so einfach ging, dann schaukelte sich das so nach und nach hoch. Warst du denn damals in finanziellen Schwierigkeiten? Ich meine, manch einer braucht vielleicht einen Anhänger oder irgendwas anderes, aber nimmt es sich nicht so ganz einfach, nur weil es auf der Straße steht. Nee, das war einfach so eine dumme Idee. Ne? Eine dumme Idee. Also das war nicht irgendwie... Eine saudumme Idee, ne? Ja, eine saudumme, muss ich dazu sagen. Aber dann hast du gesehen, wie einfach das irgendwie geht, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt. Ja. Und somit war das dann Selbstläufe, das Ganze. Richtig, das hat sich dann so hochgeschaukelt, bis es nachher wirklich geknallt hat. Ne? 3 Jahre Knast, wenn das jemand von dir wüsste. Aber du hast daraus gelernt, sagst du, und sitzt wieder fest eigentlich so im ordentlichen Sattel. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe aber auch nicht nur einfach die Zeit abgesessen. Ne? Ich habe sie also genutzt. Ja. Indem du das gelernt hast, oder? Ja, ich habe also in der Zeit, wo ich im Gefängnis war, habe ich 4 Semester Maschinenbautechnik studiert. Hey, Respekt. Und habe danach dann eine Ausbildung gemacht zum Informationselektroniker. Ja, so muss es sein. Ne? So muss es sein, dass man die Zeit wirklich nicht einfach nur da tump sitzt, sondern wirklich was draus macht. Ja, weil ich hatte alles verloren. Sprich, meine Firma war weg, mein Haus war weg, meine Familie war weg, Frau, Kinder. Ja, kein Kontakt mehr, weder zu Eltern, Geschwistern noch sonst was. Ja, aber es hat sich jetzt alles zum Guten hin entwickelt wieder. Ich danke für deinen Anruf, Thorsten. Und sage einfach alles Gute und toi, toi, toi weiterhin. Ja, bei dir auch. Danke. Und mach weiter so. Jo. Seitdem verfolge ich auch deine Sendung. Ah ja, aus dem Knast. Okay, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute heißt, das würde niemand von mir denken. Geht mal so in euch und überlegt, ob es etwas gibt, vielleicht sogar etwas ganz Gravierendes, von dem ihr sagt, das würde niemand überhaupt in den Sinn kommen, dass ich so bin oder dass ich so etwas gemacht habe, dass ich so eine Vergangenheit habe, dass ich vielleicht so ein Doppelleben habe. Das würde niemand von mir denken. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin jetzt verbunden mit Tom und Tom ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian, grüß dich. Hallo Tom. Was ist es bei dir? Also ich stelle einfach mal die Vermutung auf, dass niemand in meinem Umfeld wirklich weiß, dass ich
zwölffacher Euromillionär bin. Zwölffacher Euromillionär? Ja, ich habe vor 2 Jahren den Erbanteil von meinem Vater bekommen. Und es waren halt noch 2 Mietshäuser dabei und der Rest, also die größte Summe und auch das Aktienpaket, alles zusammen, also laut Steuerschätzung vom letzten Jahr etwas über 12 Millionen Euro. Das ist ja sensationell. 12 Millionen, ein Vermögen von 12 Millionen Euro. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man so reich ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da erhebliche Probleme mit. Aha. Du hast vorher ganz normal gelebt oder auch schon eher ein bisschen wohlhabender? Ich komme aus einem guten Elternhaus und aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, habe aber in dem Sinne, seit ich zu Hause ausgezogen bin mit 18, ja immer ein sehr, sehr normales Leben eigentlich geführt. Mhm. Also du sagst gerade, ich habe dich gefragt, wie fühlt man sich, wenn man 12 Millionen Euro, das ist ja eine gigantische Summe, wenn man die letztendlich auf dem Konto hat. Hast du die eigentlich so verfügbar auf dem Konto? Also den größten Teil habe ich frei verfügbar auf dem Konto. Was heißt frei verfügbar? Das meiste ist halt angelegt über eine gewisse Laufzeit, über gewisse Jahre, weil es halt da mehr Zinsen gibt. Mhm. Also ich lebe in dem Sinne von den Zinsen. Ja, also, aber du hast gerade gesagt, irgendwie macht es mir Schwierigkeiten. Weil in dem Sinne ich das nicht das Vertrauen habe, auch nicht so wirklich engen Freunden das Vertrauen habe, mich dahingehend zu öffnen. Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, es sieht bei mir und so aus, ich habe in dem Sinne keine Geldprobleme und also offiziell bei meinen Freunden, auch bei guten Freunden, bin ich arbeitslos und ich lebe in sehr einfachen Verhältnissen, fahre ein altes Auto und lebe eigentlich es ist schon eine gewisse andere Welt, als sag ich jetzt mal. Das ist ja schon verrückt. Du könntest ja wirklich hochluxuriös leben. Du könntest eine Villa haben, du könntest du könntest mehrere Top-Autos fahren. Ja. Tust du alles nicht? Nein, tue ich alles nicht. Und ich denke mal, das liegt begründet in meiner Jugend. Also es hört sich jetzt nach einer Räuberpistole an, aber das stimmt so. Als ich 10 war, hat ein ehemaliger Geschäftspartner meines Vaters versucht, über Mittelsmänner, die aus dem Ausland kommen, mich zu entführen. Da gab es halt Streitigkeiten mit meinem Vater und der hat halt versucht, mich zu entführen. Mhm. Die Sache ist ganz kurz, also das Tatfahrzeug war schon gestohlen zu dem Zeitpunkt, ist ganz kurz vorher aufgeflogen. Und aus dem Grund, das war natürlich ein Schock für die ganze Familie, irgendwie, dass es so weit kommen kann, wenn man halt weiß, da ist was zu holen. Also, verstehe. Dass es so eine Schutzmaßnahme auch ist. Wer weiß es denn überhaupt aus deinem Umfeld? Außer meiner Familie niemand. Niemand? Hast du eine Freundin? Nein, ich bin zurzeit solo. Aber du bist wahrscheinlich nicht die ganze Zeit solo gewesen. Nein. Nein, ich habe in dem Sinne, ich habe es nie erzählt. Also ich habe immer gesagt, ja gut, okay. Und wenn es halt mal wirklich ganz knapp war mit Geld, ich habe also mich immer relativ kurz gehalten mit Geld. Mhm. Klar, dann habe ich mir halt da was geliehen und hier was geliehen, offiziell für sie. In Wirklichkeit bin ich halt ganz einfach an mein Konto rein. Mhm. Nochmal, um es nochmal ganz klar zu sagen, wie lange definitiv hast du jetzt diese 12 Millionen in der Hand? Seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Und da gab es dann in dieser Zeit schon Beziehungen und dann hast du es so gehandelt, wie du es gerade gesagt hast. Da gab es schon Beziehungen und da habe ich halt in dem Sinne den armen Jungen gegeben, sagen wir es mal so. Ne? Hast du nicht auch einen allerbesten Freund, so von früher? Ja, schon, aber sagen wir es mal so, ich habe also vor knapp 6 Jahren mein soziales Umfeld komplett gewechselt. Ich bin also in eine andere Stadt gezogen, auch sehr weit weg von meinen Eltern, von meiner Familie. Und das heißt, dass du doch eigentlich ein einsames Leben führst. Ich habe ziemliche Probleme damit, weil es mir, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, es nervt einfach mit Lügen zu leben, sagen wir mal so, einfach zu sagen oder wirklich hinzugehen. Und also ich habe es teilweise so gemacht, nur um den Schein zu wahren, habe ich mir Geld geliehen. Verrückt. Das kann natürlich nicht sein. Ne? Offiziell bist du arbeitslos? Ja, also für mein Umfeld bin ich arbeitslos. Und was machst du? Erstmal so für dich und was machst du offiziell? Erstmal, was machst du überhaupt den ganzen Tag? Ja, also in dem Sinne, ich habe einen PC, ich sitze vom Computer oder ich habe schon ein relatives Doppelleben. Also ich habe, wie gesagt, mein altes Auto, aber ich habe schon noch einen Sportwagen mir zugelegt vor einem Jahr, irgendwie, weil ich auch ein kleiner Autonarr bin. Ich habe mir ein kleines Ferienhäuschen in Spanien gekauft. Ach so, ja, mit wem teilst du das? Dann fährst du alleine in dein Ferienhäuschen? Da fähr ich alleine hin, ja klar. Aber ist das nicht trostlos auch irgendwie, irgendwo? Irgendwie schon, ja. Es ist ein relativ einsames Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du gönnst dir dann schon so ein bisschen was, aber das ist dann ganz heimlich, sodass deine Bekannten und deine Freunde davon überhaupt gar nichts mitkriegen. Ja. In dem Sinne, klar, sage ich mal, es ist total verrückt, weil ich hätte mit Sicherheit mehr Spaß an meinem Geld, auch wenn ich es vielleicht mit anderen Leuten irgendwie teilen könnte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, dass ich jetzt sponsern will, aber einfach, um es zu teilen, um offen zu leben irgendwie. Hast du eine Ausbildung? Hast du einen Abschluss? Ich habe Abitur. Abitur, aber nicht studiert?
Nee, nicht studiert, ich habe zwar einen Studienausweis, aber ich bin halt auch irgendwie als Student noch eingeschrieben in einer Uni. Aber was hast du denn, das Ganze ist ja erst jetzt 2,5 Jahre, wie du gerade sagtest, dass du so reich bist, dass du 12 Millionen Euro dein eigen nennen kannst. Was hast du denn davor gemacht? Hast du da, warst du so ein Bummelstudent oder was? Ich habe gejobbt, ich war selbstständig, hatte mir halt eine kleine Firma aufgebaut, die auch schlussendlich dann in die Brüche gegangen ist. Mhm. Ich habe eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Aber halt in dem Sinne, außer dem Abitur keine wirkliche Ausbildung. Mhm. Als dann dieser Geldsegen kam, war das dann im ersten Moment schon eine Freude, dass du dachtest, wow, das ist ja das, wovon alle Leute eigentlich träumen, plötzlich so viel Geld in den Händen zu haben? Oder hat es dich bedrückt schon von Anfang an? Sagen wir es mal so, ich meine, ich wusste ja schon, dass, klar, man weiß es, wenn die Familie relativ wohlhabend ist, dass dann halt irgendwann mal, ein Geldsegen oder eine Erbschaft ins Haus steht. Es war schon überraschend, dass mein Vater es noch zu seinen Lebzeiten gemacht hat. Für mich überraschend. Mhm. Aber was heißt gefreut in dem Sinne, weil ich bin halt auch so erzogen worden. Es war rumzuprotzen oder so. Fast schon selbstverständlich für dich, dass da so viel Geld kam. Nicht selbstverständlich, aber es war halt... Aber es war nicht so ein Hammer für dich, so ein Hammererlebnis. So nee, eigentlich nicht. Was ich nicht verstehe, Tom, letztendlich erzählst du von diesem Zustand, in dem du lebst, für den dich wahrscheinlich 99% aller Menschen, auch die uns jetzt zuhören, beneiden. Sprichst du in sehr großer Distanz, wenn nicht sogar mit schlechtem Beigeschmack oder mit schlechtem Gefühl. Warum entledigst du dich dieses Geldes nicht? Du könntest doch sagen, okay, ich behalte so ein bisschen, aber den Rest, den spende ich. Den könntest du ja machen. Ja, ich bin schon für mich selber sozial recht engagiert. Also es ist nicht nur mit dem Scheckheft, sondern ich engagiere mich schon, also aktiv, irgendwie SOS Kinderdorfer, Stichwort zum Beispiel, entledigen. Also ich sage mir immer, gut, okay, ich könnte natürlich sagen, ich gebe es zurück und ich bekomme das Geld halt von meinem Vater erst, wenn er die Augen zumacht. Mhm. Aber ich sage mir, gut, okay, vielleicht lerne ich irgendwann die Frau kennen, der ich dann auch schlussendlich so weit vertraue, dass ich von vornherein mit offenen Karten spiele und ich will mir was aufbauen. Und weißt du, eigentlich klingt dein Leben ja auch ziemlich, ich will dich nicht beleidigen, aber eher langweilig und ein bisschen öde. Ist es auch mit Sicherheit, ja. Ne? Der kommt mir gerade in den Sinn, wenn man so viel Geld in der Hand hat, wäre es denn nicht auch für dich ein tolles, befriedigendes Gefühl, wenn du was ganz Sinnvolles damit machen würdest? Beispielsweise, wenn du die Hälfte ist ja wahnsinnig viel Geld und du hast dann immer noch sehr viel Geld für dich privat zur Verfügung, beispielsweise in eine Stiftung stecken würdest oder sogar eine allgemeinnützige Stiftung gründen würdest und dich auch um die Geschäfte der Stiftung kümmern würdest. Also ich bin im SOS Kinderdorf in dem Sinne schon sehr weit irgendwie involviert, halt diesem SOS Kinderdorf in meiner Wohnortnähe, dass ich halt auch mich zum Beispiel an den Transport der Kinder irgendwie aus Krisengebieten beteilige, nicht nur finanziell, sondern dass ich auch wirklich aktiv runterfliege. Mhm. Also ich denke mal schon, dass ich schon was Sinnvolles mache, aber es ist halt eine Belastung halt im persönlichen Umfeld, im Freundeskreis, dass ich halt da nicht mit offenen Karten spielen kann, dass ich mich das einfach nicht traue, schlicht und ergreifend. Ja, wenn da dieses Urerlebnis in dir steckt, der eventuellen oder fast Entführung von damals. Ja. Du hast doch so viel Geld, du könntest dir doch sogar, wenn du etwas offener mit deinem Geld umgehen würdest, du könntest dir doch einen permanenten Personenschutz leisten. Das wäre doch auch gar kein Problem. Das ist aber in dem Sinne für mich selber auch nicht wirklich erstrebenswert. Mhm, das kann ich gut auch verstehen, das ja. Ist irgendwie auch ein goldener Käfig dann und das ist für mich, auch das zeigt dann nur wieder, dass man halt über die Mittel verfügt, sich sowas auch leisten zu können, denke ich einfach mal. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass dein Traum wäre, dass du eine Frau findest, der du so viel vertrauen kannst, dass ihr gemeinsam schon dieses Ding irgendwie organisiert und in die Hände nehmen könntet? Dass ich halt wirklich offen leben kann. Wirklich offen leben kann und sagen kann, so Leute, so sieht's aus, mir geht's so und so und das wäre schon ein Traum, ja. Doch. Ich wundere mich sehr, dass du, ich vermute, dass dir das Wasser schon ein bisschen bis zum Halse steht, was auch die Einsamkeit betrifft, dass du dann hier in der aller Öffentlichkeit anrufst und die Gefahr ja schon besteht, dass man deine Stimme erkennt. Ja, es ist in dem Sinne auch vielleicht mal ganz angenehm für mich, einfach mal drüber zu reden, weil mit wem kann ich drüber reden, außer mit meiner Familie. Ja, was sagt denn die Familie eigentlich dazu? Welchen Rat geben dir deine Eltern und die näheren Verwandten? Also von meinem Vater, von meiner Vaterseite meines Vaters her, mache ich es genau richtig in dem Sinne, weil er sich, also nach dieser Geschichte damals, hat die gesamte Familie ihren Lebensstandard eigentlich ziemlich runtergeschraubt. Mhm. Also sehr einfach irgendwie, also etwas einfacher zu leben. Mhm. Und ich mache es eigentlich schon richtig nach dem Dafürhalten meines Vaters.
Also da habe ich in dem Sinne für das, was ich jetzt mache, Rückendeckung, nur mir selber in dem Sinne stinkt es mittlerweile. Ja. Das kommt da immer weniger mit klar. Nehmen wir mal an, was ich dir nicht wünsche. Du findest in der nächsten Zeit nicht diese Frau, so wie du sie dir vorstellst. Hast du einen Plan, wie du weiterleben willst? Du bist ja erst 30 Jahre alt. Das kann doch eigentlich nicht so auf Dauer gehen, wie es jetzt läuft. Nein, ich habe schon einen Plan in dem Sinne, dass ich halt mir erstmal wieder beruflich was aufbauen möchte, dass ich das Geld für mich auch persönlich sinnvoller einsetzen möchte. Mhm. Und dann halt auch wirklich schlussendlich dann den großen Schritt und den großen Mut zu haben, wirklich auch guten Freunden entgegenzutreten und zu sagen, so Leute, so sieht's aus, ich habe seit dem und dem diese Geldmittel und... Ja. Du musst ja auch nicht diese Riesensumme nennen. Es reicht ja aus, wenn du sagst, dass ich habe eine Million gekriegt oder so. Das ist ja, schon gut, aber ich sag mal auf den Sinne, ich meine, ich habe jetzt so lange wirklich mit Lügen gelebt, also dann möchte ich auch schon wirklich komplett die Hose runterlassen. Und verstehe. Auch sagen, wie es dann auch wirklich ist. Ja. Das war sehr interessant, mit dir zu reden, Tom. Mhm. Ich wünsche dir, dass das irgendwie in Erfüllung geht, was du gerade selbst formuliert hast. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du eine Frau findest, mit der du vertrauensvoll zusammenleben kannst. Ja, Glückwunsch nochmal zu deiner Sendung. Danke dir herzlich. Ja, mach weiter so. Alles Gute, tschüss Tom. Okay, danke, tschüss. Das würde niemand von mir denken, das ist ja sehr spektakulär. 12 Millionen Euro hat er auf der hohen Kante und niemand weiß das. Das war Tom, mit dem ich gerade gesprochen habe. Und jetzt frage ich meine Regie, mit dem es weitergeht. Mit Marc. Und Marc ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo Marc. Hi. Ich gehe mal davon aus, dass du keine 12 Millionen Euro hast. Nee, leider nicht. Was ist denn bei dir, was niemand vermuten würde oder denken würde? Ja, bei mir ist es so, dass ich einen Job habe und zwar Callboy. Ganz geheim. Ganz geheim, ja, so ganz geheim, also so super, ganz geheim nicht. Geht das natürlich nicht, weil du Kundschaft hast und... genau, nein, also ein bester Freund und meine ganz beste Freundin, die wissen davon. Ach so, zwei Leute. Ja, zwei Leute. Ja, Callboy für Frauen, Callboy für Männer? Nein, für die Dame. Für die Dame. Ja. Was machst du im normalen Leben, im richtigen Leben? Dazu möchte ich eigentlich nicht. Möchtest du nicht sagen, um dich nicht erkennbar zu machen? Ja, genau. Dann frage ich es ein bisschen neutraler. Hast du einen, du gehst einem normalen Beruf nach? Ja. Ja. Hast du eine Freundin? Nein. Gott sei Dank, sonst wäre das Ganze wahrscheinlich noch viel komplizierter. Das stimmt, ja. Aber du hast Familie. Also eine eigene Familie? Nee, eine eigene nicht, aber du hast Eltern wahrscheinlich noch. Ach so, ja. Oder Verwandte oder Geschwister, ja, oder sowas. Ja, ja. Die auch von dem Ganzen nichts wissen. Genau. Wie lange machst du das schon? 6, 7 Monate. Also ich kann das jetzt auf eine Woche genau nicht sagen. Dann ja noch nicht so ganz lang. Genau. Wie hat sich das denn ergeben? Wie bist du da reingekommen? Ja, irgendwie hatte ich das von vornherein eigentlich gar nicht vor. Mhm. Wie ist das dazu gekommen? Also... Aber man schlittert ja auch nicht irgendwie da so rein. Das stimmt, das stimmt. Das muss ja schon irgendwie passiert sein. Wie ist es passiert? Ja, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts, gar nichts. Wie ist es dazu gekommen? Also, prüde bin ich von Natur aus nicht, auch wenn man mir das nicht ansehen würde auf den ersten Blick. Ja. Deswegen auch das Thema, wird ja keiner von mir denken. Also von dir würde man denken, dass du vielleicht prüde bist, oder wie? Rein vom Aussehen vielleicht wohl. Wohl, vielleicht wohl, ja. Gegebenenfalls. Ja. Wenn man mich ein bisschen besser kennt, dann hui. Hui. Ja, dann könnte das schon eher hinkommen. Gut, aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie du in die Szene gekommen bist. Ja, genau. Also sexuell eigentlich sehr aktiv. Mhm. Und dann habe ich halt jobmäßig was gemacht, was halt nicht so sehr viel gebracht hat. Mhm. Unter anderem Zivildienst und Gott weiß was alles, ne? Was man so halt machen muss. Als sag das nicht, der Zivildienst ist oftmals eine verdammt wichtige Sache, ne? Sinnvolle Sache. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das unwichtig ist, nur dass man halt nicht so viel Geld dafür kriegt. Stimmt, hast du recht. Ja. Und ja, da hat sich das dann halt angeboten, dass was man gerne macht, halt mit jemand anders zu teilen und da vielleicht dann noch Geld für zu bekommen. Ja, aber wie bietet sich sowas an? Hast du jemanden kennengelernt, der das auch macht und bist dadurch in die Szene gekommen? Oder hast du ganz einfach gesagt, ich annonciere jetzt Eigeninitiative in einer Zeitung? Wie geht sowas? Also ich habe erstmal im Internet, ist ja die größte Chance, jemanden auf der Schiene kennenzulernen, habe ich in der Suchmaschine einfach Callboy und dann kommen da ja tausende Seiten. Mhm. Ja, und dann habe ich jemanden angeschrieben, der hat mir auch geantwortet. Ein Callboy? Ja, genau. Ein Kollegen? Ja, genau. Ja. Einen netten Kollegen. Mhm.
Mit denen habe ich jetzt immer noch sehr guten Kontakt. Ja. Und der hat mir erstmal so gesagt, wie und was und wo. Und weil da gibt es ja auch noch sowas, was man auch bedenken muss, so wenn man da noch nicht so ganz Bescheid weiß. Was muss man denn bedenken? Also ihm ist das zum Beispiel mal passiert, dass halt nicht nur eine Dame da war, sondern auch ein Herr und noch ein Herr. Und dass man, wenn man im Hotel sich trifft, also ist ja nicht meist bei den Damen zu Hause oder bei mir zu Hause sowieso nicht, dass man halt sich in einem Café erst trifft und dann gegebenenfalls sich zurückzieht auf ein Zimmer. Ja, was ist schlimm dabei, wenn da noch ein Herr oder noch ein Herr dabei ist? Was ist da schlimm dran? Wenn man vornherein abspricht, dass das halt nur die Dame und ich bin und dann ist noch jemand dabei und wer weiß... Es könnte gefährlich sein, meinst du? Genau, ja, ja. Aha. Also so fing es an. Indem du selbst die Idee hattest, ich würde gerne mein Hobby zum Beruf machen, mehr oder weniger. Nebenberuf, ja. Nebenberuf, genau. Und dann mit der Suchmaschine und so weiter, wie du es gerade beschrieben hast. Das Wichtigste daran ist ja noch, mir ist jetzt genau das Gleiche passiert, so vor einem Monat oder so, dass mich ein junger Mann angerufen hat. Ehrlich? Ja, ehrlich. Was für ein kurioser Zufall. Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Und da hatte ich so das Gefühl, ui, jetzt kann ich das sofort, meine Erfahrungen und so schon kannst weitergeben. Kannst du gleich und an die Kleinen und an den Nachwuchs weitergeben. Genau. Lass mich dich aber noch weiter fragen. Ja. Wie viel kostest du, wenn Mann, sprich Frau, sich für dich interessiert? Also ich habe das mal so pauschal festgesetzt, für die erste Stunde 100 Euro und dann für jede weitere Stunde 80 Euro. Und ich habe das so arrangiert für mich, dass ich eigentlich nur ab 3 Stunden berufen bin. Wow, ja. Da kommt aber ordentlich Kohle zusammen. Wie oft bist du im Einsatz in der Woche? Also in der Woche sowieso nicht. Also am Wochenende nur? Ja, Wochenende. Mhm. Jedes Wochenende? Nee, also ich... möchte auch noch ein bisschen Privatleben haben. Und ja. Ich habe mir das so eingerichtet, so 2x im Monat. Verstehe. Nee, alle 14 Tage mal. Läuft das auch über Internet oder Zeitungsannoncen? Über das Internet. Also Internet. Ich habe eine eigene Homepage. Das heißt, du kriegst dann irgendwann eine E-Mail oder einen Anruf und eine Frau sagt, bitte kommen Sie vorbei und man führt ein Gespräch vorher. Also, bitte kommen Sie vorbei, da unterhält man sich dann doch schon ein bisschen. Ja, ja, klar, ja, ja. Mhm. Ob Sympathie da ist und so weiter. Ne? Achso, da achtest du schon drauf, dass du auch die Frauen magst? Und ja, natürlich. Also, Wobei, im Telefon kannst du es ja nicht entscheiden. Alleine vom also gut, akustisch schon, aber optisch ja nicht. Nee, optisch nicht. Was sind das für Kundinnen? Sind das ganz jüngere, ganz ältere, mittlere oder wie? Also, bevor ich da noch nichts mit zu tun hatte, habe ich mir so gedacht, hui, das sind welche, die keinen abbekommen oder so. Mhm. Aber mitnichten wahrscheinlich, ne? Allerdings. Ziemlich heftig manchmal. Wie alt sind die im Durchschnitt? Ich meine, so viele hast du dann ja noch nicht gehabt, wenn du erst 7 Monate dabei bist und so oft nicht im Einsatz bist. Aber immerhin, in welchem Alter waren die? 25. So jung? Ja. Mhm. Wie du gerade sagtest, welche Schicht so. Ja. Also man sollte es nicht meinen, Stewardessen vor allem. Mhm. Und wie komisch, ne? Die könnten doch wahrscheinlich nur mit dem Finger schnippen und die haben die Männer nur so, kriegen die Männer ganz einfach. Das habe ich auch gedacht, ja. Ich habe mich ja auch mit mehreren unterhalten und für die ist das eigentlich nur das Argument oder der hauptsächliche Gesichtspunkt, sich einen Callboy zu nehmen, dass sie nicht weggehen müssen in der Disco, doof angemacht werden und dann irgendwas machen, was sie nicht wollen. Ja. Und es ist praktisch, es ist vollkommen anonym. Genau. Ich gehe davon aus, dass du gut aussiehst. Ne? Ja, denke ich. Ja. Denke ich, sonst wird das nicht funktionieren. Erregt dich das jedes Mal richtig? Oder gab es auch schon Situationen, wo du in Gedanken doch deine Fantasien aktivieren musstest? Nö, also wenn ich einer Frau näher komme, dann werde ich das auch so für mich einrichten, dass ich da klare Gedanken habe. Und Was machst du denn, wenn die Situation irgendwann mal kommt, dass eine Frau vor dir steht, die du völlig abtörnend findest? Aber ihr habt euch nur verabredet am Telefon. Was würdest du dann tun? Würdest du sagen, nee, ich zieh mich zurück oder würdest du dann dich darauf einlassen? Also sowas hatte ich zum Beispiel schon mal und das ist halt so, dass meist schon Bilder vorher geschickt werden übers Internet. Ach so. Oder ach so. Per Post, Postfach. Ah, ja.
wenn die Damen sich nicht so mit die Technik auskennen, mit Bildschicken und so. Ja, mit die Technik, genau. Ja. Ja. Und es ist aber schon mal vorgekommen, dass halt das Bild etwas getäuscht hat. Ha. Ja, Fake. Aber nee, kein Fake. Ach nee, es war, also das war nicht genauso in der Realität. Genau. Ja. Aber das ist dann halt auch nicht so zum Äußersten gekommen. Ah, ja. Also ich habe ihr das dann... Wollen denn die Frauen direkt... Nein. Die wollen erst reden, oder wie? Du wolltest jetzt gerade sagen, sofort Hardcore... Ja, so, genau. Hier sind die zack, zack, Hose runter und kommen ran an die Buletten, oder... Du bist anders wie ich und jeder ist ein bisschen anders. Und ja. Also es ist Vorsicht, ja. Es ist mehr Reden und Rantasten und ein langsames, vielleicht auch verbales Vorspiel und so weiter. Gibt es auch, ja. Mhm. Es gibt natürlich auch, sind zwar natürlich wenigere, die natürlich sofort Heidewitzka. Gibt's auch. Ja. Marc, wie lange willst du es noch machen? Du bist ja gerade erst dabei. Du bist 21 Jahre, 7 Monate in diesem Geschäft. Hast doch nebenher oder hauptsächlich noch einen richtigen Beruf. Ich gehe davon, es hat sich so angehört, als würde es dir Spaß machen. Willst du es noch länger machen? Also wenn es mir nicht Spaß machen würde, dann hätte ich das schon längst aufgegeben. Ja. Also weitermachen, solange ich Zeit und Lust dafür habe und wenn ich keine Freundin habe. Ich meine, damit ist kompliziert, ne? Wenn du eine Freundin bekommst. Genau. Würdest du ihr reinen Wein einschenken oder würdest du es gleich aufhören? Also ich würde es aufhören, weil eigentlich bin ich von Grund auf ziemlich ehrlich und würde dir das dann auch sagen. Mhm. Und ich persönlich, also ich gehe immer von mir aus und ich würde es nicht toll finden, wenn sie sowas machen würde. Natürlich nicht. Und von daher denke ich mal, dass sie das auch nicht so toll finden würde. Und gut. Also, das würde niemand von Marc denken, dass er Callboy ist. Ich danke für deinen Anruf, Marc. Kann ich noch einmal meine Homepage-Adresse sagen? Nee, das ist doch Werbung. Das können wir nicht machen hier. Oh, Werbung. ich bitte um Verständnis, okay? Naja, gut. Alles klar. Tschüss, Marc. Schönen Abend noch. Tschüss. Bianca, 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Bianca. Hallo. Ich weiß gar noch bei der Homepage-Adresse von Marc, die ich mir gerne auch mal angucken würde, aber das dürfen wir natürlich nicht hier sagen. Ich weiß das aber nachher, die Adresse, und kann mir das angucken. Bianca. Hallo. Ja. Was ist es bei dir? Erzähl. Das würde niemand von mir, sprich dir, denken. Also ich bin Hausfrau und Mutter und... Jetzt ist Bianca weggebrochen. Das ist schade. Dann nehme ich den Hans. Und Hans ist 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Hans. Also es geht bei mir um Folgendes. Gestern Abend rief bei dir eine 24-jährige Frau an, die ein X-Chromosom-Flyer-Syndrom hatte. Ja. Ja. Und bei mir ist das also genau in die andere Richtung. Ich bin also schon 63, bin 39 geboren. Ja. Und hatte genau dasselbe Problem. Nur, dass man mich dann zum männlichen Seite hin... Ja. Also, wir erklären das mal grob. Wir sagen es mal ganz profan, dass du als Zwitter geboren wurdest. Ja. Ne? So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Und du bist als... Wie bist du geboren? Weißt du das? Also beide Anteile. Ich hatte also keinen Penis. Nur so ein, sag ich mal, einen Ansatz dazu, hatte einen Ansatz zur Gebärmutter und zur, zum Eierstock und so weiter. Das wurde alles raus operiert. Und ich bin dann, damals war das wohl noch in Anfangsschulen, sag ich mal, ist ja seit Jahren ein Tabuthema. Ich habe gerade nur im letzten Jahr so viel darüber gelesen, gehört und so weiter. Ja. Im Moment läuft an der Hamburger Uni die erste Erhebung dieser Geschichte. Ja. Also es ist momentan sehr in der Öffentlichkeit. Wir hatten gestern hier ein Gespräch drüber. Ja. Und es gibt im aktuellen Spiegel einen sehr interessanten, langen Artikel genau über dieses Phänomen. Aber erzähl noch ein bisschen weiter von dir. Man hat dich dann also damals umoperiert, also wegoperiert, hinoperiert zu einem Mann. Schmerzhafteste Operation. Wie alt warst du da? Ich gleich in den ersten Jahren. Und dann, also bis zu meinem 5. Lebensjahr, bin ich wohl zigmal operiert worden. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, und zwar eben an diese grauenhaften Edernarkosen und so weiter. Mm-hmm. Und eben, dass er schmerzhaft war. Mm-hmm. Lass mich mal fragen. Du hattest ja dann nur einen kleinen ausgeprägten Penis. Ja. Hat man den, das konnte man das damals schon, hat man den aufgebaut, vergrößert? Ja, eben viel zu klein. Da lade ich mein Leben lang drunter. Mm-hmm. Das wollte ich zwischenschieben. Ja. Du kennst, du warst mal bei dem Stefan Raab und da habt ihr euch lustig gemacht über diese Bilder. Ja.
Kannst du dich entsinnen? Ja, natürlich. Das hat mich ein bisschen gekränkt, muss ich sagen. Ja. Weil das eben also eine Sache ist, wo ich mein Leben lang drunter leide. Mhm. Da ist meine erste Ehe dran gescheitert und, und. Mhm. Und außerdem, mein ganzes Leben läuft wie ein roter Faden, läuft das da durch. Darf ich dich kurz fragen, damit man eine Vorstellung hat, wie groß dein Penis war und beziehungsweise ist? Und ist also 5 Zentimeter höchstens im irrigierten Zustand. 5 Zentimeter im irrigierten Zustand. Ja. So, ich bin nicht zeugungsfähig natürlich, mein Samen ist also nicht zeugungsfähig. Mhm. Obwohl ich orgasmusfähig bin. Das schon. Auch bei den meisten nicht der Fall. Wie ist es bei dir? Hast du so eine Genuntersuchung auch machen lassen? Nein. Nein. Aber du sagst von dir, dass du eigentlich im Inneren eine Frau bist. Ja. Und zwar hat sich das so entwickelt, ich bin, weil ich unbedingt Mann sein wollte, in der Schule wurde ich schon gehänselt, deswegen, weil ich immer krank war, bin ich erst zur See gefahren. Bis 14 Jahren bin ich von der Oberschule abgegangen, zur See gefahren, hatte plötzlich, wurde meine Brust immer größer, kriegte also eine richtige Frauenbrust, hab da gewaltig drunter gelitten, hab an Bord versucht, dass das keiner merkt, und das war ja schwierig. Also einen richtig dicken Busen? Ja, ich habe das abgebunden, so genau umgekehrt wie die junge Frau gestern, die auspolstert. Mhm. Also man hat dir damals, das war wahrscheinlich auch noch nicht so üblich, man hat dir damals keine männlichen Hormone verabreicht. Dann kriegte ich männliche Hormone. Ah ja. Ich kriegte erst kein Stimme, ich kam nicht in die Pubertät, genau also umgekehrt wie gestern bei der jungen Frau. Aber da warst du auch schon ein bisschen älter, als du die Hormone bekommen hast, ne? Die Brust wurde abgenommen, da war ich 17, nach meiner Seefahrt. Aber ach, die wurde operativ abgenommen? Ja. Mhm, ja. Aber die Zeit der Seefahrt war eine Katastrophe, das hätte ich niemals machen dürfen. War es auch demütigend, bist du verletzt? Ja, natürlich, beim Massenduschen und so weiter. Habe ich natürlich. Du hast immer im Spott ausgesetzt. Spott und Hohn ausgesetzt. Mhm. Spott und Hohn. Auch später. Du bist heute schon, du bist jetzt 63 Jahre alt. Ja, ich habe also. Warst du mal verheiratet? Ja, jetzt geht's weiter. Ich bin also dann zum Alkoholiker geworden. Mhm. War 20 Jahre Alkoholiker. Mhm. Und bin auch ebenso von der Schippe gesprungen. Ich war fast so weit wie Harald Junke. Das nennt man das Syndrom, Korsakoff-Syndrom. Ich hatte also mein Gedächtnis fast versorgt. Ja. So, dann habe ich aufgehört zu trinken durch eine Erziehungskur, 1973. Vorher war ich verheiratet, die Ehe ist schiefgegangen, eben auch aus dem bekannten Grund. So, und bin dann 5 Jahre, habe ich suchtfrei gelebt. Da bin ich also angefangen und habe gesagt, okay. Lass mich mal zwischenfragen, du sagst, die Ehe ist kaputt gegangen aus besagtem Grund. Ja. Weil der Penis so klein geraten war. Das, ja. Und du nicht wirklich mit deiner Frau schlafen konntest. Ja, und so weiter. Also das ist also hundertprozentig. Hast du dann danach nochmal geheiratet? Gab es nochmal? Ich bin jetzt, nächstes Jahr habe ich silberne Hochzeit. Hey. Ich habe also in der Entziehungskur eine Frau kennengelernt, die selber schon 10 Jahre lang stationär untergebracht war. Ja. Psychisch krank und also eine absolut liebe Frau ist. Und die dich dann auch so akzeptiert hat, wie du bist, bis heute. Weil sie selber schon so viel erlebt hatte und so. Mhm. Mehr wie ich, da konnte ich also mal das erste Mal sehen, dass ich eben nicht so ein mich selbst mitleiden muss. Sag mal, Hans, die meisten Menschen, die so ein Schicksal haben wie du, die klagen ihre Eltern oder die Verantwortlichen an, die damals das veranlasst haben, dass sie operiert wurden. Ja. Ist das bei dir ganz genauso? Also ich kann nur sagen, meine Eltern waren ein bisschen vermögend, sage ich mal, haben viel Geld, haben die besten Ärzte rangezogen und haben mit Sicherheit selber große Schwierigkeiten gehabt, das zu überblicken. Mhm. Also kann ich meine Eltern nicht anklagen, das geht nicht. Ich meine, heute ist es ja noch ein Problem. Wenn ich heute mit Ärzten rede und sage, was ich habe, dann gucken sie erstaunt und wissen gar nichts zu sagen. Ja, aber so vom Wunsch her, nun gut, das ist jetzt sehr lange her, da kann man jetzt auch vielleicht gar keine Schuldzuweisung mehr machen, zumal die Aufklärung damals noch viel geringer war als heute. Aber wenn du jetzt so deinen Wunsch formulieren könntest, wärst du am liebsten unoperiert aufgewachsen? Ja, auf jeden Fall. Und genau das ist. Und wärst dann ein Twitter-Mensch gewesen, was ja auch nicht schlimm gewesen wäre, dann wärst du es halt gewesen. So ist es. Fühlst du dich denn so vom Inneren eigentlich mehr als Frau? Also ich habe mich, ich sag mal Folgendes, der Alkohol war für mich Medizin. Das sage ich heute noch. Ich hätte ohne Alkohol gar nicht überlebt. Mhm. Ich hätte hundertprozentig sonst einen Suizid gemacht. So zerrissen war ich. Mhm. Das Problem war ja, ich hätte Frauen kriegen können genug und sobald das zum Thema kam, war es aus. Mhm. Und außerdem hatte ich auch eine kleine bisexuelle Neigung, aber ich bin nicht homosexuell, das weiß ich auch mit Sicherheit. Mhm. Aber es war immer das Problem, dass ich also zwischen den Stühlen saß. Ja.
Intersexuell sagt man, ganz genau. Ja. Ja. Was für ein Glück, dass du dann deine jetzige Frau kennengelernt hast. Ja, ich habe auch dann, nachdem ich aufgehört habe zu trinken, 5 Jahre später bin ich spielsüchtig geworden, habe bis zu einem Jahr darunter noch mehr gelitten. Ja. Also was natürlich alles eine Folge ist von dieser Vergewaltigung, die man dir angetan hat. So kann man es gar nicht. Von der Identitätskrise. Genau. Ich habe nie richtig gewusst, bin ich das oder das. Ne? Ja. Und wenn man dir beigebracht hätte, du bist beides, dann wäre es gut gewesen, ne? Wenn man dich so aufgezogen hätte. Genau, dann hätte ich meine Identität gefunden. Genau so. Wie ist das denn heute? Wissen wenige Leute um. Ich habe mich über diese ganzen Jahre in die Rolle eines Mannes gelebt. Ich habe immer eine Rolle gespielt, das wusste ich auch. Und habe also genau das Extreme gesucht. Ich war also aggressiv, ich habe Schlägereien angefangen, ich war geboxt, wurde kriminell. Ich habe also alles gemacht, was man sich überhaupt nicht vorstellt. Alles ein Ventil, ne, um diese Spannung loszuwerden. Ja. Ich wollte dich gerade noch fragen, wer außer deiner Frau, wer weiß darum? Keiner. Ganz wenige. Nur ein Psychologe, ein Pastor hier, sonst keiner. Und das wird mir auch nie jemand zutrauen. Das ist das, was ich mache. Du siehst, wenn ich dich jetzt sehen würde, wahrscheinlich wie ein richtiger Kerl aus, ne? Ja, Vollbart und behaart und kräftig. Nimmst du heute immer noch Hormone ein? Nein, die habe ich nur in der Anfangszeit gekriegt und habe dann, weil die überdosiert waren, bin ich der Meinung, nächtelang bin ich rumgerannt und habe damals, war die Zeit, wo dieser Jürgen Bartsch bekannt war, habe oft gedacht, wenn ich diese Veranlagung hätte, also jetzt würde was passieren. So tierisch war ich drauf. Und darum habe ich das auch nie wieder genommen. Ich glaube, wir müssen das doch nochmal klar machen für die Leute, dass man dich damals, du hast gesagt, du hast mehrere Operationen als Kind über dich ergehen lassen, dass also man alles, was weiblich war, aus dir rausgeschnitten hat. Ja. Ne? So muss man das sagen. Ja. Und auch alles, sag ich mal, von vornherein damit unterdrückt. Und ich wollte nur wissen, ob es im Raum Hamburg und Umgebung Selbsthilfegruppen gibt. Dieses Thema ist so tabu immer noch, dass ich... Hör mal auf, Hans, wir machen mal Folgendes. Du legst mal auf und mein Psychologe ruft dich wieder an, das ist der Peter. Der ist bestens ausgestattet mit allen Selbsthilfegruppenadressen. Der kann dir dann, hoffe ich, weiterhelfen. Gut. Es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast, dass wir haben sprechen können. Ich habe schon öfter versucht. Habe Respekt vor deinem Leben und von deiner Lebensleistung, dass du es durchgehalten hast, nach dem, was man dir angetan hat. Und beglückwünsche dich nochmal zu deiner Frau. Ja, ich sag mal, heute bin ich vor einem Jahr fast blind geworden, weil ich Diabetiker bin und eine Netzhautablösung habe. Und jetzt ist es so, jetzt bin ich also von allen Süchten befreit. Ich rauche nicht mehr, ich nicht mehr. Es ist alles vorbei. Ja, also aber heute weiß ich, ohne diese Süchte, ohne diesen Ausweg in die Sucht hätte ich das nie überlebt. Ja, das habe ich gerade auch so verstanden, ja. Du legst bitte auf. Alles klar. Und Peter ruft dich an und ich wünsche alles Gute und schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Dieter, 64 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Dieter, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das Thema, das würde niemand von mir denken. Genau so ist es. Was ist es bei dir? Ja, es ist, dass ich seit über 30 Jahren verheiratet bin. Zwei erwachsene Kinder habe und auch als Jugendlicher schon den Männern mich hingezogen fühlte. Und das war dann weg und das war auch sicherlich weg, als ich heiratete. Als ich heiratete. Als du geheiratet hast. Ja. Und das wird aber jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren stärker. Das heißt, ich möchte mich nicht outen. Meine Frau weiß nichts davon. Du sagst, das wird in den letzten 5 Jahren stärker. Was bedeutet das? Hast du es wieder gelebt in den letzten Jahren? Wie bitte? Hast du es wieder ausgelebt in den letzten Jahren? Ja, ich kann es schlecht ausleben, denn ich möchte mich nicht outen. Ich habe immer wieder Kontakt gehabt. Ja, es hätte ja sein können, dass du irgendwie anonymen Sex suchst oder... Ja, so kann ich das bezeichnen. Ach, also es hat sexuelle Begegnungen gegeben in den letzten Jahren. Natürlich, immer wieder. Aber in den letzten 25 Jahren davor, während deiner Ehe, nichts? Kaum, sagen wir mal. Was heißt kaum? Ja, also punktuell mal auf der Klappe oder mal, wenn es sich ergeben hat, in der Gehsauna. Aber Klappe heißt, muss man erklären, auf Toiletten, ne? Ja, wo Schwule sich treffen und wo es den schnellen Sex so gibt. Ja. So und du hast es dann eigentlich so in der größten und längsten Zeit eurer Ehe unterdrückt?
Ja, und ist jetzt im Alter wieder aufgebrochen, die Sehnsucht danach. Ja, ja, so ist es wohl. Und es weiß niemand, es weiß kein Mensch davon. Nein, du weißt es jetzt. Ich weiß es jetzt. Nein, und ich denke, auch wenn es rauskäme, es würde einen furchtbaren Knall geben. Das glaube ich. Die Frau würde sich nicht scheiden lassen. Und ich denke, ich muss selbst damit fertig werden. Oder würdest du vorschlagen, dass ich mich outen sollte? Schwierige Frage. Dieter, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Lass mich mal ein paar Fragen stellen zu deiner Bitte. Ehe. Ja. Die Ehe ist eine sehr, sehr, ich sag mal, alte Ehe, im Sinne von reich an Jahren, so meine ich das. Ja, ja. Ist es eine gute Ehe gewesen, ja, und immer noch eine gute Ehe? Ja, das kann ich bestätigen. Du respektierst deine Frau und liebst deine Frau sehr. Ja. Ja. Ja, schlaft ihr auch noch miteinander? Nein, also so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Sie ist dann teilweise auch, ja, nicht mehr so bereit, und wenn es mich dann mal überkommt, wenn ich mal das Männliche aus dem Hirn hinten wegdränge, dann möchte ich gerne, dann passt es nicht, und es ist also, das tut ja weh, und von daher spielt sich so gut wie nichts mehr ab. Hast du denn in den letzten Jahrzehnten, wenn du mit deiner Frau geschlafen hast, warst du dann eigentlich immer bei deiner Frau oder in Gedanken auch öfter bei Männern? Nein, da war ich schon bei der Frau. Da warst du bei der Frau? Ja. Sie hat sehr schnell erektiert, ich weniger, und ist sie drüber eingeschlafen, und habe ich gewichst, und dann ist es eben gekommen, aber ich habe nicht an einen anderen Mann gedacht. Mhm. Wie oft kommt es denn jetzt vor, dass du irgendwo rausgehst, auf einen WC und Männer triffst? Wenn es die Gelegenheit ergibt, also ein bis zweimal im Monat. Ein bis zweimal im Monat. Ist ja auch nicht so viel. Naja, aber ich unaniere also auch, wenn sie schläft. Und ich denke, sie mag das nicht. Hast du den Eindruck, dass dieser Drang doch immer noch stärker wird? Ja. In den letzten Monaten, ja. Du kennst den Spruch, je Oller, je Dollar. Ja. Und das kann ich bestätigen. Bezogen auf das Sexuelle? Oder geht es sogar in der Fantasie so weit, dass du dir auch, nur mal jetzt so in der Fantasie, du dir vorstellen kannst, könntest du mit einem Mann zusammen leben, dich verlieben in einen Mann? Könnte ich. Könntest du? Gibt es jemanden in deinem Umfeld, wo du... Nein. Das nicht? Nein. Ich stelle fest, wenn ich mal hin und wieder in die Gehsauna gehe... Also Gehsauna heißt in die Schulsauna, Gehsauna. Ne? Ja. Dann, davon weiß ich natürlich nichts, dass dann die Jüngeren zu den Jüngeren tendieren, dass sie für die Jüngere da sind, die auch mit den Jüngeren dann etwas tun. Und das Mittelalter, zu dem ich mich auch noch irgendwie zähle, wie soll ich das sagen, in Anführungsstrichen bitte, die treiben es dann miteinander. Stehst du denn eher auf jüngere Männer oder auch Ja. Was es natürlich alles kompliziert macht, ne? Ja, ich denke, das liegt in den Genen begründet, dass irgendwo es doch mit in die Wiege gegeben ist. Mhm. Und meine Frage, soll ich damit leben, solange es irgendwie geht? Wenn es rauskommt, gut, dann werde ich mich outen müssen. Sie wird sich nicht scheiden lassen, davon bin ich fest überzeugt. Ich sagte auch dem Kollegen, ich im Januar davor, dass ich eine Tochter habe, Anfang 30, die nicht in fester Beziehung lebt. Und der würde ich das am ersten Mal sagen, die könnte mich vielleicht verstehen. Sie ist nicht lesbisch, denke ich, aber sie hat einen großen Freundeskreis. Und sie würde es vielleicht verstehen, dass der Dad eben... Deine Frau, ist sie in deinem Alter? Etwas, ja, Anfang 60. Anfang 60. Also ich finde das, den Fall, den du jetzt von deinem Leben beschreibst, finde ich einen sehr komplizierten Fall, wo man nicht so ganz leicht sagen kann, ja, unbedingt raus mit der Wahrheit. Und du hast eine Frau, die du sehr liebst, und ihr habt sehr gute Jahre gehabt miteinander. Oder habt immer noch ganz gute Jahre. Wir haben immer noch, ne? Ja. Ich verwöhne sie. Ja. Dann spiele ich gerade so im Kopf durch, wenn deine Frau das jetzt erfahren würde, würde für sie ja wahrscheinlich eine Welt zusammenbrechen. Ein Schock, ja. Eine Welt zusammenbrechen. Sie würde wahrscheinlich immer darüber grübeln, genau das, was ich gerade gefragt habe. War der in Gedanken immer bei Männern, wenn er mit mir geschlafen hat?
hat er sich nur aus gesellschaftlicher Konvention bei mir gehalten? War ich ihm nie genug? Und so weiter. Ich glaube, für die Frau könnte ein ganzes Leben zusammenbrechen. Sodass ich beinahe so im ersten Moment geneigt bin, dir zu sagen, lass es doch einfach so parallel laufen. Du hast ja, weißt du, wenn du jetzt einen Mann hättest, den du liebst, und du würdest mir sagen, es zieht mich sehr zu diesem Mann hin, dann würde ich sagen, okay, komm, jetzt mach noch mal einen neuen Abschnitt in deinem Leben. Ja. Aber da es, ich sag jetzt mal nur in Anführungszeichen, es auf dieser sexuellen Ebene läuft und du dir da so deinen Spaß einmal oder zweimal im Monat holst, würde ich fast sagen, um auch die Frau zu schützen, vor der Verletzung zu schützen, mach das einfach so weiter. Was ich eine gute Idee finde, ist, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner, wirklich gutes Verhältnis zu deiner Tochter hast und es dir sehr danach ist, mal auch darüber zu reden, weil ich mir auch vorstellen kann, dass einen das sehr, sehr bedrückt. Manchmal ja, es ist unterschiedlich. Ja. Manchmal ist das schlechte Gewissen, was mitschwingt. Ja. Und manchmal denke ich, nur gut, es ist nun mal so. Und wenn du sicher sein könntest, dass sie wirklich eine absolut vertrauenswürdige Person ist, deine Tochter, dass sie nichts der Mama sagt, solange du das nicht möchtest, fände ich das einen ganz guten Ansatz, vielleicht irgendwann mal, wenn du meinst, mit ihr auch mal darüber zu reden. Wenn es sich ergibt. Wenn es sich ergibt, ja, ja. Ja, ja. Aber die Grundfrage, outen oder nicht outen, würde ich mit Vorsicht jetzt eigentlich sagen, nicht outen. Da bist du auf der gleichen Linie wie vor einigen Jahren, als ich mal zwar nur kurz sexuellen Kontakt hatte mit einem jüngeren Mann, der das Gleiche sagt und sagte, also hör mal zu, wenn du es irgendwie ja verschweigen kannst, dann tu es. Es ist für die Beziehung besser. Und was mich nur eben beunruhigt, ist, dass es eben, liegt es am Alter, liegt es, woran liegt es? Es ist stärker, aber es wird schlimmer, nicht? Ja, das ist interessant. Ich kann es mir wirklich nur so erklären, weil du es Jahre und Jahrzehnte lang unterdrückt hast. Und du vielleicht jetzt irgendwie eine Offenheit innerlich hast, dass es mehr rausbrechen kann, als dass du dich vielleicht weniger auch zwingst, es zu unterdrücken. Dass jetzt vielleicht auch so eine Abgeklärtheit irgendwie da ist und du dir das auch gönnst, dass du solche Gedanken hast. So kann ich es mir nur erklären. Und da ist natürlich viel angesammelt, wenn man das so viele Jahrzehnte unterdrückt hat. Ne? Wird wohl so sein. Ich sage aber nochmal, Dieter, wenn sich irgendetwas ergeben sollte, dass du wirklich dass es eine Liebesbeziehung geben könnte zwischen dir und einem Mann. Naja, dann ist das sowieso anders zu sehen. Da müsste man es eins anders sehen, ja, genau. Ja, ja, das hätte sich vor einigen Jahren schon mal ergeben. Und da hatte sie aber irgendwo Misstrauen. Ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, der also sehr offen und auf Leute zugeht und auch sich für sie einsetzt. Und das war so ein Fall. Und das ist aber in die Brüche gegangen und das war vielleicht auch gut so, nicht? Aber sie hat in dieser Richtung überhaupt keine Vermutung. Nein. Und die Gefahr, dass man, wenn du gehst in anonyme Sphären, um deinen Sex zu suchen. Die Gefahr, dass das irgendwie rauskommt, ist ja sehr gering, sage ich mal. Ist richtig. Ja. Lieber Dieter, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute von ganzem Herzen. Danke dir herzlich für das Gespräch und ich denke mal über den Fall der Öffnung zur jüngeren Tochter nach. Ja, das finde ich alles gut. Alles Gute auch für dich. Dankeschön, und, Dieter. Eine gute Nacht. Danke sehr. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Bianca, 21 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, ich grüße dich herzlich. Ja, dich auch. Du gehst noch mit dem Hörer irgendwie so ganz nah an den Mund. Es klingt so ein bisschen ver... Besser? Ja, ich hoffe schon. Gut. Bianca, was ist es denn? Was für ein Geheimnis trägst du mit dir rum? Also ich bin Hausfrau und Mutter und arbeite nebenbei noch in einer netten Bar. In einer netten Bar? Ja. Und was macht Bianca in dieser netten Bar? Vor der Theke arbeiten und Netz rumschreiben. Und was? Vor der Theke arbeiten. Ja. Also als Prostituierte arbeiten. Als Prostituierte? Mhm. Als, ich darf sagen, als Hure, ne? Mhm. Ja. Du hast einen Ehemann? Nee, kein Ehemann, aber einen festen Lebenspartner. Weiß der das? Ja, der weiß das. Der weiß das. Wie lange arbeitest du schon als Hure? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Und dein Freund, dein Partner, geht der da locker mit um oder ist es für den ein großes Problem? Nee, ist für den überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem? Nee, der geht locker damit um. Mhm. Wie ist es denn damals vor 3 Jahren dazu gekommen, dass du das gemacht hast?
große Geldprobleme. Ja, und wie bist du da rangekommen? Durch Freunde, die das auch schon gemacht haben. Ja. Und, ja. Und als du dann deinem Mann, deinem Freund gesagt hast, hier, pass auf, ich kann damit ganz gut Kohle machen, ja, war er auch im ersten Moment gar nicht schockiert? Nee, wir haben uns erst hinterher kennengelernt. Ach so. Ich habe das schon gemacht und dann haben wir uns kennengelernt. Gut, er war halt nicht sehr begeistert am Anfang, hat auch gesagt, ich soll damit aufhören. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht damit aufhören. Und dann meinte er, ja, ist okay, er würde es akzeptieren. Jetzt hat er sich arrangiert damit. Wie oft bist du im Dienst? Wie oft arbeitest du? Das kommt ganz drauf an. Also 5-mal die Woche, 7-mal die Woche. Ach so, also das ist richtig also voll Job, ne, kann man sagen. Ja, quasi so. Ja. Wie viel Männer hast du, so ungefähr, hast du in der Woche? In der Woche weiß ich nicht. Am Tag? Also wenn du arbeitest? 10. 10? Ja. So viel. Du bist angestellt in diesem Club. Ja. Mhm. Kommt denn dann kohlemäßig auch richtig dabei für dich was rum? Ja, klar. Magst du sagen, wie viel du verdienst? Also im Monat sagen wir mal 8.000 ungefähr. Euro? Ja, klar. Wow, das ist natürlich viel Geld. Das ist eine Riesenstange Geld. Ja. Was machst du mit dem Geld? Legst du das an oder verprasst du das? Also teilweise anlegen, teilweise ausgeben, teilweise Schulden bezahlen, die ich immer noch habe, weil sie sehr hoch sind. Ja. Und dein Lebenspartner verdient wahrscheinlich viel weniger als du. Nicht direkt. Also er lebt auch nicht schlecht, sagen wir so. Ja, aber wenn er 8.000 Euro, das ist ja nun sehr, sehr viel Geld. Ja, aber er hat von meinem Geld nichts, er lebt von seinem, aber... Ich meine, also er verdient doch weniger als du im Monat. Ja, schon. So meinte ich das, ja. Ja, klar. Ja. Als du damals, ich möchte nochmal auf die Anfänge zurückkommen, als du damit angefangen hast vor 3 Jahren, ist dir das leicht gefallen oder war es schon für dich eine Überwindung, so die ersten Kunden zu bedienen? Also die ersten paar Kunden waren schon schwer, aber danach ging es. Also ich wollte es ja. Also, wenn man das will, dann ist das halt was anderes, denke ich. Und würdest du sagen, heute, das ist wirklich so mein Job und ich kann das gut trennen, das Privatleben und diese Tätigkeit? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn in deinem Privatleben auch noch Lust auf Sexualität? Oh ja. Das ist mir immer so schwer, mir das vorzustellen. Wenn man mit 10 Männern zusammen war, ist man denn, hat man denn nicht da einfach nur noch Lust zu duschen, sich schön warm anzuziehen und auf die Decke, auf die Couch, unter die Decke und Fernsehen zu gucken? Hast du dann noch Lust, mit deinem Freund zu schlafen? Ja, das ist halt was ganz anderes, weil das andere ist Geschäft. Lässt du denn auch ab und zu sexuelle Lust zu, wenn du mit deinen Kunden Sex hast? Ja. Das schon? Ja, auf jeden Fall. Bis hin auch zum Orgasmus? Manchmal. Ist das immer, also irgendwann habe ich mal gedacht, das ist ein Tabu, dass Huren sagen, auf keinen Fall Orgasmus. Aber irgendwie... Ja, man kann es ja nicht verhindern manchmal. Nun heißt ja unsere Sendung, das würde niemand von mir denken. Ja. Wer weiß denn davon? Nur mein Lebenspartner. Nur der Lebenspartner? Ja. Also die Nachbarn wissen es nicht, die Eltern wissen es nicht, die Freunde, Freundinnen, Verwandte, keiner weiß es. Nein. Aber die kriegen doch mit, dass du sehr viel Geld hast oder dass ihr viel Geld habt. Nein. Nee. Nein. Also ich sag mal, wir leben sehr bescheiden, haben eine schöne Wohnung. Mein Kind profitiert sehr viel davon. Und im Grunde genommen denkt keiner, dass wir so viel Geld haben. Ah, also steht kein Porsche vor der Tür. Nein. Auf passen die Kinder auch nicht rein, ist ja auch nicht so ein günstiges Familienauto. 3 Jahre machst du es schon, wie lange hast du denn vor, das noch zu machen? Ich weiß nicht, also ich denke so ein Jahr, 2 werde ich das noch machen. Könnt ihr mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, dann aufzuhören, weil man doch dann auch gewöhnt ist an so viel Geld, wenn das dann von heute auf morgen nicht mehr da ist, das Geld? Ja, das wird das Problem sein, denke ich. Deswegen ist es ja so wichtig, glaube ich, wenn man schon in diesem Job arbeitet, dass man ein bisschen vorsorgt und eben einiges Geld auf die hohe Kante legt, ne? Dass man dann auch weiter davon noch zehren kann, wenn man nicht mehr in dem Beruf arbeitet. Ja, mache ich auch. Ja. Also 1 Jahr noch. Ja. Wirst du das irgendwann mal, wie alt sind deine Kinder jetzt? 5. 5 und 1. Mhm. Nein, ich habe nur ein Kind. Achso, ich hatte sogar 2 Kinder. Achso. Nein. Dem Kind irgendwann mal erzählen, was du gemacht hast? Nein. Nee, ganz definitiv. Nein, definitiv nein. Liebe Bianca, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke.
Und du grüßt auch herzlich deinen Freund von mir. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Das würde niemand von mir denken. Hatten ja interessante Fälle, was die Leute erzählt haben. In der Technik Jens Diegel. Morgen sind wir wieder da. Morgen mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao. Bis morgen.